Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Michelle und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Es ist Sonntag und damit Zeit für ein neues Video. Nach den letzten beiden Videos habt ihr mir super viel Rückmeldung gegeben und ich danke euch dafür, dass ihr gerne eine Serie zu den Schablonen vom Action sehen wollt. Und deshalb kommt die Serie jetzt. Ich starte heute mit dem ersten Projekt und mit dem ersten Set. Und so wie ich mir das jetzt überlegt habe, wird es die nächsten 6 Sonntage immer ein Projekt geben. Sollte ich aus irgendwelchen Gründen viel mehr Zeit haben und deshalb kommen 2 Videos die Woche, sage ich euch nochmal Bescheid zu den Schablonen. Aber der erste Plan ist jetzt erstmal, jeden Sonntag stelle ich euch ein Set und eine Idee vor. Heute starten. Notizzettel mal beiseite, werden wir mit dem Lavendel-Set. Das habe ich ja mit euch im Stream schon mal ausprobiert. Da hatten wir ja festgestellt, dass das Motiv sehr groß ist. Und dann kam jemand, jetzt weiß ich leider nicht mehr, ich habe mir nicht gemerkt, wer es war. Jemand schrieb auf jeden Fall unter einem der Videos, dass ich doch damit eine Slimline-Karte machen kann. Und die Idee fand ich super. Vielen, vielen lieben Dank für die Idee. Daran habe ich mich gesetzt und habe mit dem Set eine Slimline-Karte gemacht. Und die basteln wir heute zusammen. Denn dabei rausgekommen ist diese Karte. Ich mag sie sehr gerne. Wir werden hier bei dem Spruch noch mal ein bisschen was verändern. Das erzähle ich euch nachher, warum der dort gelandet ist. Aber die Karte machen wir heute. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich die gemacht habe, dann bleibt doch jetzt einfach dran. Wir starten. Ich habe ein Stück Papier A4 halbiert. Jetzt muss ich nur mal gucken, ob das passt. Ja, das war nicht so eine gute Idee. Ich hole mir noch mal ein Stück Papier. Und statt auf 10,5 schneide ich das mal auf 11 oder 11,5. Ja, ich mache lieber 11,5. Den Rest kann man dann immer noch für Stanzteile verwenden. Dann habe ich einfach ein bisschen mehr Spielraum gleich. In dem Schablonenset haben wir einmal diese Hintergrundschablone. Da habe ich euch ja schon in einem Video gezeigt, wie ihr mit diesen Schablonen prägen könnt. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch das sowohl als Infokarte als auch am Ende des Videos. Schaut euch das gerne an. Das ist auch sehr gut tatsächlich angekommen. Und wir haben diese beiden Schablonen und das sind die, die wir heute auch brauchen. Und zwar starten wir. Heute muss ich ein bisschen besser aufpassen beim Auftragen der Farbe. Wenn ihr hier mal genau hinguckt, sind hier so leichte Striche, wo ich nicht so gut aufgepasst habe. Und dann platziere ich mir die erstmal relativ mittig und fixiere die mit Tape. Ihr könnt hier auch das Ganze auf eurer Glasmatte fixieren oder wenn ihr diese magnetische Schabloniertafel habt vom Action, könnt ihr auch die nehmen. Ich nehme jetzt einfach halshalber einfach 2 Stücken Tape, das geht auch. Dann brauche ich den richtigen Make-up-Pinsel für grün und für die Basis, für die Pflanze habe ich Smaragdgrün und Meeresgrün genommen. Beides Farben, die es bei Stampin' Up! Nicht mehr gibt. Smaragdgrün auf keinen Fall, ich glaube Meeresgrün auch nicht. Aber da schaut ihr mal, was ihr an passenden Farben habt. Und ich starte mit Smaragdgrün. Nehme mir ein bisschen Farbe auf. Und dann trage ich die in kreisenden Bewegungen auf. Und da müsst ihr jetzt Geduld haben. Ich werde den Prozess zwischendurch als Fast Forward für euch machen. Sonst guckt ihr mir hier nur dabei zu, wie ich Farbe auftrage. Und das könnt ihr jetzt so stark oder so schwach auftragen, wie ihr möchtet. Ich gehe immer lieber erstmal ein bisschen sanfter drüber. Und entscheide dann anschließend, ob ich nochmal mehr Farbe auftragen möchte oder nicht. Kreisende Bewegungen, locker, nicht zu viel Druck.
und einfach so lange, bis euch das Farbergebnis gefällt. Ich bin jetzt noch ein zweites Mal drüber gegangen, so gefällt mir das. Vielleicht klebt ihr euch den Rand tatsächlich ab, weil ihr seht hier schon wieder, ich habe aufgepasst und es hat trotzdem nicht so viel geholfen. Und jetzt richte ich mir die zweite Schablone aus. Und hier gibt es dann schon so die ersten Baustellen bei diesem Set, weil das hier und da nur so bedingt hinhaut. Bei mir seht ihr jetzt hier, habe ich immer so eine weiße Fläche. Alles andere ist gut ausgerichtet. Hier bleibt die weiße Fläche. Da gehe ich einfach drüber. Dann, das ist so, ich gucke gerade mal. Dann habt ihr, hier seht ihr das, so ein ganz bisschen. Ah, ganz ehrlich, ich fange jetzt nicht an, wegen diesem einen Stück alles dreimal hin und her zu rutschen. Ich lasse das so, nehme mir mein Meeresgrün und gehe auch da wieder jetzt drüber. Nachdem jetzt auch Lage 2 drauf ist, sieht das Motiv so aus. Die Schablonen, die wasche ich dann anschließend unter warmem Wasser ab oder eben ansprühen und mit einem Tuch abwischen. Reinigt sie aber auf jeden Fall, dass wenn ihr das nächste Mal Farbe auftragt, ihr die nicht mit in euer Motiv reinwischt. Ihr seht, wie gesagt, klebt das ein bisschen besser ab als ich. Dann habt ihr mit diesen kleinen Flächen nicht so Probleme. Für den nächsten Schritt nehmen wir uns dann die zweite Schablone und hier wird es jetzt tricky, jedenfalls bei meinem Set. Ihr müsst mal bei eurem gucken, aber ich glaube, das wird nicht viel anders sein. Ich habe mich entschieden als helle Farbe für Heideblüte. Ich hasse diese quietschenden Stempelkissen. Das wird bei manchen Modellen auch nicht besser. Und zwar, die links ist auch für die linke Seite, die rechts ist für die rechte Seite. Und wenn ich das jetzt mal so positioniere, nämlich diesen quasi Nupsi hier drauf lege auf das Grün, dann seht ihr, dass das nicht immer hinhaut. Und zwar bin ich hier ein Ticken drüber, hier oben ein Ticken drüber, hier auch. Die ersten drei gehen so, dann muss ich es verschieben. Das heißt, ah ja, mein Tape. So, ich trage jetzt erstmal die Farbe auf die ersten drei auf. Und auch hier könnt ihr natürlich wieder über die Stärke und Häufigkeit regulieren, wie viel Farbe ihr haben wollt. So, dann nehme ich mir das ab, dann schauen wir jetzt mal, ob wenn ich das zweite Mal hinlege, ja, dann geht's. Also ein zweites Mal ausrichten. Hier jetzt natürlich bei dem vierten vorsichtig sein, dass ihr dann nicht in die andere, in die unter den unteren Teil der Schablone kommt. Und jetzt seht ihr hier auch den Versatz. Also das passt nicht so ganz. Aber es geht. Ist nur nicht ideal. So, und dann positioniere ich mir hier zweite Mal die Schablone und da muss ich jetzt mal gucken. Also, eins, zwei. Ja, beim dritten wird es, glaube ich, schon schwierig. Ich starte mal mit den ersten beiden.
vorsichtig. Und dann verschiebe ich die Schablone mal. Ah, ne, das war. Da muss ich hin. Nummer 3. Bei Nummer 4, ja doch, Nummer 4 geht damit auch noch. Und bei Nummer 5, ja, also auch da sollte zweimal ausrichten in Ordnung gehen. So, das bedeutet aber jetzt auch, wenn wir die zweite Farbe auftragen, müssen wir das wieder so machen. Da habe ich Aubergine genommen. Die Farbe gibt es auch schon nicht mehr. Ich habe die bisher nicht viel benutzt, aber jetzt für dieses Motiv finde ich die klasse, die Farbe. Jetzt gehen wir wieder, richten wir uns das wieder aus. Das geht wieder hier unten an diesem kleinen Nupsi. Daran klappt das gut. Und hier seht ihr jetzt schon, dass dass ihr den eigentlich jedes Mal neu ausrichten müsst. Das heißt, ich trage die Farbe auf und richte mir das für jeden neu aus. Und da gehe ich tatsächlich teilweise nach Gefühl, was das Ausrichten angeht. Und mache das so, wie mir das am ehesten gefällt und wie ich das meiste tatsächlich auch auf die helllila Fläche kriege. Hier bei dem vorletzten könnt ihr euch wieder gut an dem Grün orientieren und an der Form. So, und hier oben geht es auch am Grün. Und dann seht ihr, wie unterschiedlich ich das hier platziere. Aber so kriegt ihr ein schickes Ergebnis. So gefällt mir das Ergebnis. Andernfalls wäre das komplett hin und her und her und hin und daneben. So, und dann gucken wir mal hier. Wie gesagt, da misst ihr, ich kann euch da jetzt nicht ganz exakte Orientierungen geben, da müsst ihr selber ein bisschen probieren. Ich gucke immer, dass das irgendwie an eine Fläche angrenzt und dass es einigermaßen passt. So, hier orientiere ich mich bei dem vorletzten wieder an dem Grün. Und hier oben ebenfalls. Und dann haben wir das Motiv fertig. Zum Ausstanzen habe ich mir jetzt einmal einen Rahmen für eine Slimline-Karte genommen. Und zwar habe ich da auf eines der Basic Shape Slimline Sets zurückgegriffen, nämlich das Set mit dem I Love You. Da ist dieser Rahmen mit drin. Den finde ich super. Damit kurbel ich das jetzt einmal durch die Stanzmaschine. Und schon haben wir unseren Aufleger für die Karte. Bei mir mit ein paar Flecken, aber naja. Schaut da, dass ihr ein bisschen ordentlicher arbeitet, als ich das gerade getan habe. Den packe ich erstmal kurz beiseite und nehme mir. Oh, ich übertrage hier überall Farbe. Schnell die Pinsel einmal weg. Ich habe mir schon mal eine Grundkarte zugeschnitten. 21 x 21 cm bei 10,5 gefalzt. Und da klebe ich mir jetzt einmal vollflächig Tonpapier in Lavendel von Faltkarten drauf.
Das ist, finde ich, immer, gerade wenn ihr so viel Tonpapier habt, finde ich das eine tolle Idee, Karten in bunt zu machen, ohne dass ihr euch von jeder Farbe irgendwie dicken Farbkarton kaufen müsst. Oder vielleicht habt ihr sowas übrig auch. Dann könnt ihr damit ganz einfach eure Kartenbasis in die gewünschte Farbe bringen. Habt ihr kein Tonpapier? Hier fliegt gerade eine Fruchtfliege rum. Na. Dann nehmt euch einfach euren Blending-Pinsel, färbt die Ränder ein, klebt einen Aufkleber drauf, funktioniert genauso gut. Da gucke ich jetzt, ich schneide den Rest nachher drumherum ab, deshalb achte ich eher darauf, dass ich hier oben gerade an der Kante abschließe, oben und damit dann auch gleich unten gerade an der Kante abschließe, als dass ich rechts auch noch bündig bin. Den Überstand, den schneide ich gleich ab. Aber mir ist wichtiger, dass hier oben und unten kein Weiß durchschimmert. Einmal befestigen, mit der Schere abschneiden. Sieht man von eurer Kartenbasis gleich mehr als bei unserer Karte, empfehle ich euch außerdem, statt Flüssigkleber doppelseitiges Klebeband zu nehmen, weil wenn ihr jetzt hier mal genau hinschaut, seht ihr die Klebemittelspuren. Und das würde ich jetzt auf einer Karte, die ich verschenke oder verkaufe, nicht unbedingt haben wollen. Auf den Aufleger mache ich jetzt 2 mm Foam Tape. Und das fixiere ich mir dann auf der Karte. Die Höhe könnt ihr euch natürlich ganz individuell aussuchen, nach eurem Geschmack. Ich finde 2 mm hier ganz schön. Dann nehme ich mir zum einen mein Tombow in Schwarz. Upsala, das war ein bisschen doller. Mach ein paar schwarze Sprenkel. Bei meiner anderen Karte ist es deutlich schwächer geworden. Also passt da ein bisschen auf, aber das geht auch noch. Und ich nehme mir den Sparkle Brush Marker. Ich habe hier die mit der pinken Kappe. Und auch damit mache ich noch mal ein paar Sprenkel. Das heißt, wenn die Person, die die Karte bekommt, dann die Karte dreht, habt ihr noch so einen schönen Schimmereffekt. Dann habe ich mir zwei Banner ausgestanzt. Und zwar liegen die hier irgendwo im Nirgendwo. Hier. Einmal aus Vellum, einmal aus normalem Papier. Und ich habe jetzt gerade hier ein ganz altes Set vom Action verwendet. Aber was ich seit gestern, wo ich die Karte gebastelt habe, ganz vergessen habe, dass ich eigentlich die Banner hier aus dem Set genommen habe. Also da, wo ich auch die Basis draus hatte, da sind auch zwei Banner dabei. Habt ihr sowas nicht, schneidet ihr euch das einfach mit der Schere zu oder nehmt irgendeine andere Form. Ihr seht ja, ich greife jetzt auch auf ein anderes Set zurück. Und dann habe ich mir als Spruch alles Liebe ausgesucht. Das ist ein Stempelset von Papierprojekt. Die Firma gibt es ja leider schon seit einigen Jahren nicht mehr. Aber ich muss sagen, ich mag die Sprüche und die Typografien sehr gerne und verwende die immer mal wieder. Und ich mag es dann gerne, alte mit neuen Sachen zu kombinieren. Das solltet ihr auch machen. Ja, das hat jetzt so lala funktioniert. Ich stempel das nochmal und stanze mir das einmal aus. Beim zweiten Mal hat es besser funktioniert. Das Etikett fixiere ich mir jetzt. Ah, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, kriegen wir trotzdem. Nein, wir fixieren uns das nicht, noch nicht auf dem Etikett. Ich bin schon wieder einen Schritt voraus. Ich habe hier noch einen Rest von dem Papier in Lavendel und ich muss jetzt mal gucken. Ja, das reicht. Und ich habe mir aus meinem Fundus eine alte Bordierenstanze von Stampin' Up! Genommen. Ihr könnt auch mal einfach bei euren Bordierenstanzen gucken, die ihr so im Schrank habt. Ich nehme diese hier, weil ihr nicht nur auf der einen Seite diese Bordüre bekommt, sondern ihr kriegt auch noch diese Kreisbordüre.
oder diese mit den Halbkreisen. Und die finde ich echt cool. Und die nutze ich immer wieder gerne als Bordüre für Etiketten. Wie gesagt, wenn ihr möchtet, und das hat jetzt nicht funktioniert. Irgendwie habe ich es halt nicht so. Die klebe ich mir jetzt hier drunter. Und den Überschuss hier in der Kuhle, den schneide ich mir jetzt einfach einmal raus. Darauf setze ich jetzt 1 mm Foam Pads. Und setzt das auf das Vellum-Etikett auf. Ihr seht ja, ich habe den Spruch schon eher linksbündig gestempelt. Das liegt daran, dass ich das Ganze jetzt noch kürzen werde. Und da taste ich mich mal ran. Das sieht gut aus. Und dann könnt ihr jetzt entscheiden, auf welcher Höhe der Karte ihr das befestigen wollt. Sieht bei mir irgendwie ein bisschen schräg aus, aber ich glaube, das liegt eher an der Borte als tatsächlich am Vellum. Naja, ich mache erstmal hinten 1 mm Foam Tape drauf. So, und jetzt kommen wir dazu, warum ich das hier so weit unten positionieren musste. Ich habe das auf die Karte geklebt, habe gedacht, ach, mit der Stempelhilfe kriege ich das alles Liebe bestimmt noch hingestempelt. Hat nicht funktioniert, lasst es. Und dementsprechend musste ich das Banner da hinsetzen, weil woanders hätte es nicht mehr hingepasst. Sonst hätte man immer das Schwarze durchgesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das so. Ja. Hier seht ihr Rückstände davon. Und jetzt kann ich einfach mal gucken. Ich glaube, ich möchte es nämlich ein bisschen höher setzen. So. Da gefällt mir das gut. Ihr seht jetzt, das hier ist, wenn ihr die Banner aus dem Slimline-Set nehmt, ein bisschen schmaler. Das hier ist ein bisschen breiter. Da nehmt ihr das, was euer Geschmack ist. Und fast hätte ich die Halbperlen vergessen. Ich habe hier so einen Vorrat an Halbperlen, die ich schon Ewigkeiten habe. Und die natürlich auch mal benutzt werden müssen. Ich trage mir jetzt einfach ein ganz bisschen Kleber hier immer an die Basis der Lavendelblüten auf und setze danach eine Halbperle auf. Und damit ist unsere Karte für heute fertig. Ihr seht, bei meiner Ausgangskarte habe ich die Farben ein bisschen dunkler aufgetragen. Hier sind sie ein bisschen heller. Das macht ihr ganz, wie ihr wollt, was euch lieber ist. Probiert aus.
Nehmt euch vielleicht auch erstmal ein Schmierpapier, testet die Farben, wie gut die zusammenpassen. Ich hoffe, euch hat diese erste Idee schon mal gefallen. Wenn ihr das Ganze nachbastelt, freue ich mich wie immer, wenn ihr mich auf Instagram verlinkt oder mir dort ein Foto per Direktnachricht schickt. Habt noch einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche und wir sehen uns Donnerstag zum Livestream wieder. Ich habe schon so eine Idee, womit wir werkeln werden. Ich freue mich, wenn ihr da mit dabei seid. Also bis Donnerstag. Tschüss!